Kurz mit seinem Gegner auf unser Gegner eingehen, Kaiser Karl I. und Brixen. Also zunächst also das Leben des Kaisers ganz in Kürze. Hier haben wir einen Stammbaum. Ich weiß nicht, kann man sehen einigermaßen. Hier sehen Sie also Kaiser Karl mit seiner Frau Zita. Der Vater war Otto Franz Josef. Und er war wiederum ein Sohn von Karl Ludwig. Und Karl Ludwig war ein Bruder von Franz Josef. Deshalb war also Kaiser Karl ein Großneffe von Kaiser Franz Josef. Wir sehen hier auch übrigens die Kinder, auf die ich ja dann nicht mehr weiter eingehe. Höchstens sehen wir ein Foto, komme ich schon noch zu sprechen. Ich glaube also, Kaiser Karl hatte mit seiner Frau 8 Kinder. Sie sehen hier die Eltern von Kaiser Karl, und zwar Erzherzog Otto. Er war wie ein Sohn von Kaiser Franz Josef, Bruder, wie schon gesagt, von Karl Ludwig. Und Maria Josepha war die Tochter des Königs von Sachsen. Also der Otto, der Vater von Kaiser Karl, war ein Haude, ein Lebemann, ein Schürzenjäger. Einmal scheint sie sogar im Hotel Sacher aufgetreten, nackt mit einem Säbel, was weiß ich, um die Lenden gebunden. Und die Frau hat wirklich sehr viel mitgemacht mit diesem Mann. Sie war aber sehr fromm, sehr ausgeglichen, sehr vernünftig. Und man muss schon sagen, dass Kaiser Karl dann wirklich vieles von seiner Mutter hatte und wenig von seinem Vater. Wir sehen jetzt hier die Familie, ja, Erzherzog Karl mit seiner Frau, die er im Jahre 1911 geheiratet hat. Sie stammte ja aus einer adeligen Familie und ist eigentlich nur zufällig in Italien geboren. Der hätte ohne weiteres können auch in Wien geboren oder von dort her stammen. Sie war verwandt praktisch auch mit vielen bedeutenden adeligen Geschlechtern des europäischen Adels. Sie war eine sehr fromme Frau, hatte auch eine entsprechende Erziehung. Sie war eine sehr intelligente Frau und sie war auch eine sehr hübsche Frau. Und sie liebte natürlich ihren Mann über alles. Hier sehen Sie also mit die zwei, mit ihren ersten Kindern, Otto, das ist der Kleine da, und dann die zweitgeborene Adelheid. Man hat die Zita oft als die Walsche hingestellt, aber ich glaube, damit hatte man ihr wirklich Unrecht getan. Sie hatte eigentlich vom falsch sein, so jetzt in Anführungszeichen, nicht allzu viel. Sie war also, wie ich schon sagte, eben verwandt mit bedeutenden adeligen Häusern eben Europas. Hier ganz kurz nur die Tragik, nämlich die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Und hier sehen Sie also der Krieg, der 1914 angefangen oder begonnen hat. Sie sehen hier, was in Rot eingezeichnet ist. Das waren die alliierten Mächte. Sie sehen auch hier Italien, das 1915 dazugestoßen ist. England, Frankreich, Griechenland, dann vor allem Russland. Und dann sehen Sie hier in der Mitte, was blau gezeichnet ist, das sind die Mittelmächte, Deutschland, Österreich, die Türkei, Bulgarien und dann eben der Verlauf des Krieges. Im Jahre 1916 ist dann Kaiser Franz Josef verstorben und es folgt ihm sofort Kaiser Karl. Sie sehen hier Kaiser Karl beim Begräbnis in Wien,
hier links dezitativ verschleiert. Und das kleine Otto, von dem wir ja dann auch noch hören werden. Und hier eben dann Erzherzog Karl, nämlich, man kann sagen, schon Kaiser Karl I. Dann die Katastrophe, natürlich der Zusammenbruch. Ich will jetzt hier nicht auf den Krieg eingehen weiter, aber es war schon also noch im, ja, im Juni 1918 und so weiter, hat man sich Hoffnungen gemacht, dass man eben aus dem Krieg einigermaßen gut herauskommen würde. Aber dann ist alles zusammengebrochen und hier sehen Sie einen Zug, der da in Bozen ankommt und dann weiterfährt Richtung Brenner. Hier, das ist der Zug, hier sind die Soldaten, alle auf dem Dach. Und das nur nebenbei. Sie wissen ja, das war also wirklich eine Katastrophe. Und hier viele von diesen Soldaten, die damals auf den Dächern dieses Zuges oder dieser Züge waren, sind dann umgekommen, wie die Züge in die Galerien hinein, in die Tunnels hineingefahren sind. Nicht? Viele sind einfach runtergefallen und unter den Zug gekommen und so weiter oder regelrecht geköpft worden. Ich will jetzt nicht weiter eingehen dann auf die Versuche von Kaiser Karl, vielleicht über Ungarn doch noch an die Macht zu kommen. Er wurde schließlich und endlich von den Alliierten auf ein Schiff gestellt, gebracht mit seiner Frau und nach Madeira gefahren. Sie sehen also hier links, das ist also Zita und das der Kaiser Karl in Zivil. Und man muss schon sagen, eine Tragik sondergleichen. Der Kaiser von Österreich, der jetzt also in Madeira ist und eigentlich vielleicht nicht einmal genügend zu essen hatte. Der ist dann auch erkrankt und er konnte dann auch nicht entsprechend, was weiß ich, gepflegt und behandelt werden, sodass er dann mit 34 Jahren am 1. April 1922 an einer Lungenentzündung verstarb. Ja, Kaiser Karl war mit Brixen sehr eng verbunden. Und zwar über das Haus oder die Kneipanstalt Dr. von Guckenberg. Denn damals sind sehr viele Habsburger, aber auch andere vornehme Persönlichkeiten, Adelige, hierher nach Brixen, um da irgendwie also Genesung oder Erholung zu finden. Und der Erzherzog Karl war irgendwie ein sehr sensibler Junge. Er war auch irgendwie depressiv. Ich habe das einmal in einem Vortrag, den ich vielleicht noch zurückkomme, in Wien gesagt, wo sehr viele Habsburger waren. Und eine, weiß jetzt nicht mehr, eine der Habsburger hat sich dann fast ein bisschen aufgeregt, dass ich gesagt habe, er war depressiv. Mein Gott, nein. Das entspricht eben der historischen Wahrheit. Er ist aber dann eben hier, dank also der Kuren, die er da gemacht hat, bald völlig gesundet. Hier sehen Sie übrigens die Gedenktafel der Mitglieder des Kaiserhauses, die in der Kneipanstalt zur Kur waren. Sie sehen, diese Tafel befindet sich am Haus, am Kurhaus. Und hier sind sie der Reihe nach aufgelistet. Und wenn man sich da die anschaut, sind wirklich die schönsten Namen der Habsburger Monarchie von damals. Wie gesagt, Otto von Guckenberg, der ja dann auch Bürgermeister war von Brixen. Und damals war Brixen ja wirklich, vorher war es fast, nach der Säkularisation, nach 1803, zu einem Kuhdorf herabgesunken. Und jetzt also haben wir wieder einen neuen Auftrieb durch diesen berühmten Mann, Dr. Otto von Guckenberg. Er war auch ein berühmter Arzt.
Und Sie sehen, er geht hier mit dem Erzherzog Karl spazieren. Das ist ein Spaziergang da oben in Elfass. Ja, kann da fast noch festlegen oder festmachen, wo das genau war. Und wie gesagt, er hat sich dann bald eben ganz gut erholt. Hier sehen Sie den Erzherzog Karl in seinem Zimmer in der Kneippanstalt, wo er sich also während der Kur im Jahre 1904 aufhielt. Ein sehr interessantes Foto im Besitz der Familie von Guggenberg. Die Familie von Guggenberg hat natürlich auch die Möbel, also das Zimmer existiert nicht mehr, aber die Möbel, die hat man dann in die Villa gebracht und dort im sogenannten kleinen Salon. Ich hoffe, ich sage, es sind ja auch von der Familie Guggenberg einige Mitglieder da. Ich sage das also richtig. Dort befinden sich heute noch diese Möbel, die damals Erzherzog Karl in seinem Zimmer eben hatte. Das ist ein sehr schönes Foto, ich glaube, das ist auch dann in der Ausstellung zu sehen. Sie sehen Erzherzog Karl mit seiner Unterschrift übrigens, deshalb auch besonders wertvoll, dieses Foto, als Leutnant im Jahre 1904 in der Kneippanstalt. Übrigens, vielleicht mancher weiß noch oder weiß von diesem August Valentin, das war ein bekannter Bildhauer hier in Brixen. Hier auch ein seltenes Foto. Der Bildhauer August Valentin mit seiner Familie. Und Augustin Valentin hat der Mutter und dem Sohn, also Karl und seiner Mutter, das Schnitzen beigebracht. Ich glaube, einmal hat er sich auch oder sie geschnitten und so weiter. Ich habe das auch in meinem Buch dann, glaube ich, beschrieben. Ja, er hat dann hier in Brixen verschiedene Freundschaften geknüpft, Erzherzog Karl. Und eine Freundschaft, hier sehen Sie übrigens den Bürgerausschuss von Brixen im Jahre 1901 wahrscheinlich. Vorne sieht man hier den Professor Weitz. Professor Weitz hatte eine enge Freundschaft mit Karl. Er hat ihn damals auch in Religion unterrichtet. Später ist er sogar nach Wien und hat dort als Religionslehrer fungiert. Und Weitz wurde dann ja Weihbischof von Brixen und Generalvikar von Vorarlberg. Später dann ja auch dann Erzbischof von Wien, von Salzburg. Und wie gesagt, also da waren immer noch enge Kontakte zwischen dem Kaiser dann und eben Weitz. Erzherzog Karl hat, wie ich schon sagte, im Jahre 1911 geheiratet und ist dann auf seiner Hochzeitsreise nach Italien, und bei dieser Gelegenheit hat er in Brixen Halt gemacht, hat übrigens die Kuranstalt eben aufgesucht wieder, hat beim Elefanten damals diniert mit seiner Frau, und sie haben dann auch die beiden Brüder von ihr, von Zita, die Prinzen Felix und René, besucht, die hier in Brixen studiert haben. Übrigens, sie waren auch sehr bekannt oder befreundet, kann man geradezu sagen, mit McNab, eine berühmte Persönlichkeit, die für Brixen sehr viel getan hat. Und das hat ja auch vor nicht allzu langer Zeit ein Symposium stattgefunden, wo man eben über diesen McNab eben geredet hat. Und wie gesagt, also McNab hatte mit ihnen auch eine enge Beziehung und auch mit Erzherzog Karl. Das ist jetzt ein sehr berühmtes Foto. Sie haben es, glaube ich, hier auch in der Ausstellung, ich habe es schon gesehen, nämlich am 20. Oktober 1917
kam Karl das erste Mal als Kaiser nach Brixen und auch das letzte Mal hat er Brixen besucht. Das Ganze war irgendwie so kaum vorbereitet. Er war auf der Fahrt nach Süden zur Südfront und da hat er dann also den Bischof aufgesucht. Hier in Brixen hat man in aller Eile die Leute zusammengetrommelt, übrigens, was man halt zusammentrommeln konnte, unter anderem auch die Vinzentiner. Und an der Spitze von den Vinzentinern, hier oben meine ich, da oben, da sind die Vinzentiner da an der Galerie. Hier unten sieht man übrigens den Kaiser, hier den Fürstbischof, Franz Secker. Und damals war auch der Direktor des Vinzentinums, Spielmann, da. Und den hat er dann gefragt, übrigens, wie lange sind Sie schon Direktor des Vinzentinums? Und dann hat er zur Antwort gegeben, seit der Gründung, also sehr, sehr lange Zeit. Er hat dann auch mit dem Bischof gesprochen. Hier sehen Sie das auch, ein tolles Foto. Das ist gerade hier vor der Kapelle. Das ist der Fürstbischof, Franz Ecker. Ich komme dann noch auf ihn gleich zu sprechen. Und wohl, Sie reden jetzt hier miteinander, und wohl bei dieser Gelegenheit wird ihn der Fürstbischof gebeten haben, die große Glocke in Brixen, die 6, die hätte eingeschmolzen werden sollen, um daraus Kanonen zu machen, eben gebeten, sie zu retten. Und deshalb, das ist deshalb auch bekannt oder bedeutend, weil der Fürstbischof eigentlich ganz dem Kaiser, Gott, Kaiser und Vaterland. Das war die Devise. Und dem, für das hat der Fürstbischof irgendwie, würde ich sagen, fast gelebt und gekämpft bis zum Schluss. Und er hat eigentlich wenig getan, oder als man den Leuten die Glocken nahm. Das war damals ein regelrechtes Drama, wie man den Leuten, unseren Leuten die Glocken nahm, die quasi also von den Türmen herunterwarf, um sie dann einzuschmelzen, nach Innsbruck zu bringen. Und da wurden eigentlich, das muss man auch wieder sagen, ich bin immer eigentlich ein Freund der Objektivität. Die Pfarrer haben alles getan, um diese Glocken irgendwie zu retten, zu verstecken und so weiter. Weil auch die Leute für diese Glocken eingetreten sind. Und sie wurden eigentlich vom Fürstbischof irgendwie fast alleine gelassen, weil der Fürstbischof dann auch bereit war, dieses Opfer zu bringen und die Glocken zu opfern. Aber hier in Brixen hat er die Gelegenheit wahrgenommen und den Kaiser gebeten, er möge doch also die Glocken reparieren. Jetzt schauen Sie das auch, ganz interessant von der Hofburg. Sie sehen hier diese hohen, großen Bäume, die damals eben waren, die man sich heute gar nicht mehr da hineindenken kann.